Trauma, Traumatisierung und der Zustand des Traumatisiertseins sind ganz wichtige Begriffe in der Psychotherapie und in der Psychologie. Und deswegen möchte ich die hier erläutern. Das wird eine Serie, das werde ich nicht in einem Video schaffen. Ich möchte das am Beispiel einer Frau machen, die durch ihren Vater missbraucht worden ist. Der hat mit ihr als Kind Sex gemacht, hat sie also vergewaltigt. Und dadurch hat die später als Erwachsene eine Rattenphobie entwickelt. Das bedeutet, dass sie panische Angst vor Ratten hatte und nicht in der Lage war, in einem Raum mit einer Ratte zu sein, weil das sonst zu schrecklich für sie gewesen wäre. Wie das alles zusammenhängt, hoffe ich, wird am Ende dieser Serie klar sein. Ich war dabei, als innerhalb von einer Stunde diese Rattenphobie aufgelöst wurde und diese Erinnerung dieser Frau zutage kam. Von daher weiß ich sozusagen aus erster Hand, dass das funktioniert, dass diese Ideen, die ich hier verkünde, stimmen. Und ich habe selbst eine Höhenphobie beispielsweise, noch andere, aber ebenfalls auch eine Höhenphobie aufgelöst. Und da hat sich dasselbe Muster abgespielt, dieselben Gesetzmäßigkeiten, sodass ich also nicht nur aus Traumalehrbüchern weiß, wie sich diese Dinge verhalten, sondern auch aus dem eigenen Erleben. Und ich halte das für ein sehr wertvolles Wissen. Ja, diese Frau mit der Rattenphobie, wie ich schon sagte, hatte also so viel Angst vor einer Ratte, dass sie nicht im Raum mit einer Ratte sein konnte. Und der wichtige Punkt in diesem Teil der Serie ist, dass die Gefühle oder das Hauptgefühl, was durch eine Traumatisierung entsteht, ein qualitativ anderes Gefühl ist, als ein Gefühl, was durch einen Umstand, der im Hier und Jetzt geschieht, ausgelöst wird. Das ist jetzt sehr abstrakt gesagt. Also diese Frau hatte ja Angst. Und wie ich schon sagte, sie hatte panische Angst. Und Angst hat man normalerweise, und das wäre jetzt das realitätsbezogene Gefühl, das durch einen Umstand im Hier und Jetzt ausgelöst wird. Normalerweise hat man Angst, wenn eine Gefahr droht. Nehmen wir mal das Beispiel, ich fahre mit einem Fahrrad den Berg runter. Ich weiß, dass meine Vorderbremse nicht geht, aber meine Rücktrittbremse geht ja noch. Da kommt eine befahrene Straße, ich muss bremsen und mir springt die Kette ab. Jetzt wird es gefährlich. Wenn ich nicht bremsen kann, rolle ich auf diese Straße und das kann böse enden. Jetzt kriege ich Angst. Diese Angst hat, wenn sie eine realistische Angst ist, und darüber reden wir jetzt, die Funktion, dass sie mich sofort weckt aus irgendwelchen Tagträumereien. Sie macht mich wach, sie macht mich klar, sie macht mich fokussiert. Ich beschäftige mich mit Hilfe der Angst, nur mit diesem Problem, wie kriege ich dieses Fahrrad zum Stehen mit mir drauf? Und das Gefühl selber wird gar nicht zum Problem. Anders bei der phobischen Angst. Also, um nochmal die Punkte zusammenzufassen, es gibt eine deutlich erkennbare Gefahr, die mir auch bewusst ist. Die Angst hilft mir dabei, mit dieser Gefahr umzugehen und das Gefühl selber wird nicht zum Problem. Während bei einer phobischen Angst die Gefahr gar nicht so klar ist. Wovor hat man eigentlich Angst? Bei einer Ratte? Die ist vielleicht ein bisschen schmutzig, denkt man. Stimmt gar nicht. Die ist vielleicht, die beißt einen vielleicht. Stimmt auch nicht. Aber selbst das wäre kein Grund, nicht mehr in einem Raum mit einer Ratte sein zu können. Das heißt, es handelt sich hier um eine Gefahr, die nicht bewusst ist. Die ist nicht klar, die ist nicht deutlich. Der zweite Punkt war, das Gefühl wird zum Problem. Dieses Gefühl der Angst führt dazu, dass ich alle Situationen meide, in denen ich vielleicht mit Ratten in Kontakt komme. Oder jedenfalls so diese Frau. Das ist jetzt bei Ratten ganz gut möglich. Aber wenn man zum Beispiel vor Brücken Angst hat, wird es schon manchmal ganz schön schwierig, zur Arbeit zu gehen, wenn da Brücken sind. Und also das Gefühl wird zum Problem, die Gefahr ist nicht erkennbar und das Gefühl hilft auch nicht dabei, die Situation zu bewältigen. Das sind sozusagen drei Kriterien, an denen man diese verschiedenartigen Gefühle, einmal ein realitätsbezogenes Gefühl und einmal ein verabsolutiertes Gefühl, wie in diesem Falle Angst,
unterscheiden kann. Und dieses verabsolutierte Gefühl ist, ist das Resultat eines Traumas, einer Traumatisierung. Während das realistische Gefühl einfach das Resultat einer Situation ist, wo der Körper darauf reagiert und ganz hilfreich und sinnvoll reagiert. Es ist auch so, dass diese Gefühle sich anders anfühlen. Die realistischen Gefühle fühlen sich so an, dabei fühlt man sich so an, dass man eigentlich irgendwie fest ist, man ist orientiert, man ist, hat beide Beine auf dem Boden, man ist in der Realität, man fühlt sich nicht aufgelöst, sondern eher fokussiert und klar, tendenziell. Während bei verabsolutierten Gefühlen, unrealistische Gefühle, also oder Gefühle, die sich nicht auf die gegenwärtige Situation beziehen, die eben Resultat einer Traumatisierung sind, die machen einen eher schlechter in der Bewältigung der Realität. Es fühlt sich dann aufgelöster an, irgendwie abgehoben, flatterig, hohl. Es gibt verschiedene Aspekte, die diese Gefühle haben, an denen man auch qualitativ sofort spüren kann, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dass es jetzt hier nicht mit dem Gefühl man zu tun hat, das mit der Realität zu tun hat, sondern mit einem Trauma überlässt. Und die These, die ich aufstelle, ist, dass diese panische Angst, die phobische Angst, die fühlt sich ja so stark an, als würde es um eine lebensbedrohliche Situation gehen. Das ist auch der Fall, glaube ich. Aber diese Situation liegt in der Vergangenheit. Und diese Situation war so bedrohlich damals, dass sie verdrängt werden musste, sodass sie heute dem erwachsenen Menschen, der dann diese Rattenphobie hat, nicht mehr bewusst ist. Womit auch erklärt wäre, warum die Gefahrensituation, die die phobische Angst auslöst, nicht erkennbar ist, weil sie ja in der gegenwärtigen Situation nicht vorhanden ist. Okay, das war der erste Teil. Im zweiten geht's weiter.